Sarah macht's wird dir präsentiert von Maopop, einem neuen Lollipop in 10 verlockenden Geschmacksrichtungen. Sehr schade voll, so wie das aussieht. So wie das aussieht, das ist definitiv so. Du Sarah, hast du etwas vergessen da? Ja, hure, sieh ich nochmal. Mann! Hallo zusammen und herzlich willkommen. Es gibt sie gross, klein, weiss oder braun. Sie haben es gerne feucht und man kann sie in verschiedenen Variationen essen. Aber zuerst muss man sie natürlich pflücken, die vielen, vielen Champignons. Guten Tag miteinander. Wir sind hier bei der Wauwiler Champignon AG in Wauwil. Und ich heiße Roland Vonenburg und du heute Sarah ausbilden zu einer Champignonpflückerin oder auch zu einer Champignon-Expertin. Also ich als Champignon-Expertin würde sagen, das sind aber noch keine Champignons. Was ist das? Nein, das sind keine Champignons, aber das ist das Ausgangsmaterial, das man braucht, um Champignons zu machen. Das? Jawohl. Wir reden hier von Champignonsubstrat oder Champignon-Kompost. Okay. Ursprünglich einmal Rossmist gesehen zu 90%. Sicher 10% nicht. Hühnermist. Was? Champignons sind aus Rossmist? Das Nährmaterial ist aus Rossmist und Hühnermist. Das essen wir? Das essen wir. Nicht den Mist, aber den Pilz nachher selbstverständlich. Okay. Aber das hat einen langen Prozess hinter sich, von der Kompostierung und auch Pasteurisierung. Das wird erhitzt und wenn du daran schmeckst, dann schmeckst du eigentlich nicht mehr. Schmeckt wunderbar. Genau, aber noch nicht nach Champignon. Mal ist doch bereits schwimmeln, sagen wir auch, obwohl man das jetzt so definieren kann. Ja. Und das wird bei euch so angeliefert? Das kommt bei uns so angeliefert. Und jetzt? Das Weisse, das man hier sieht, so klein, das ist eigentlich das Pilzgeflecht oder das Mycelium. Das ist jetzt vom Transport her beschädigt worden, aber das tut sich dann im Raum innen beim richtigen Klima wieder erstellen. Okay. Aber jetzt geht es eigentlich darum, dass wir das Material in die Kulturen bringen. Also eben, es ist schon ein bisschen Arbeit in dem Fall. Passiert schon. Das soll ich mal zu dir rüberkommen. Dann gehen wir jetzt rüber, ja. Also Sarah, da sind wir jetzt am Füllen. Ja. Vom dritten Gestell. Jetzt ziehst du an dem Seil, dass der Schlitten kommt. An dem geht er mit? Jawohl. Hä? Nicht schlecht. Das wird noch ein bisschen strenger. Du bist erst in der Mitte. Das ist gutes Krafttraining. Jawohl, das tippt ab. Das ist so. Ja, das ist super. Dort kannst du den Karabiner raushängen. Ja. So, sehr gut, jetzt kannst du wieder wegkommen. Jawohl. Kann ich wieder wegkommen, gut. Jetzt müssen wir die Maschine runterlassen und ans Bett hineinfahren. Ja. Wieder ins Rückstehen. Du gehst mal runter, dass du bei der gleichen Höhe bist. Ja. Und jetzt kannst du mal schauen. Jetzt kannst du mal führen lassen, dass du ein bisschen näher dran bist. Dann kannst du den besten abschätzen. Noch ein bisschen führen, hä? Das ist gut so. Ist gut! Start! Ja, das Quitzeli geht immer runter, oder? Ja, das ist immer so. Das geht doch ein bisschen kotzen, das macht man. Ist das gut so alles? Ja, das ist sehr gut gefüllt. Das ist auch eine gute Struktur vom Herd. Finde ich also absolut auch. Ja. Ich glaube, das wären die besten Champignons ever. Ja, jetzt sind wir gleich da hinten. Da gibt es endlich Champignons. Gut, jetzt haben wir diese Seite fertig. Jetzt von jetzt weg geht es etwa 18, 19 Tage. Was? Jetzt sehe ich erst die 18, 19 Tage Champignon? Ja, eigentlich schon. Wir haben natürlich mehrere Räume. Aha, eben. Dann also ich sehe jetzt schon Champignon. Ja, du siehst jetzt schon Champignon. Jetzt gehen wir schauen, ob wir noch Raum gießen. Okay. Ja, aber es sieht ja genau gleich aus wie vorher hier. Ja, für eine Laie schon, aber du bist ja Experte. Der Raum ist die letzte Woche gefüllt worden. Mhm. Er ist jetzt also wieder bereit in der zweiten Woche. Und da schauen wir jetzt mal, ob man ist mega feucht. Ob man ihn gießen muss. Dann haben wir ein ganz feucht, warmes Klima. Eigentlich ein ideales Klima, dass das Mycelium vom Substrat unten durch den Herd aufwachsen. Okay. Und ich nehme jetzt mal ein bisschen Herd raus, gell? Und du tust mit der Lampe mir jetzt hier Licht geben. Ja, genau. Und wenn jetzt eigentlich das Wasser gerade rauslaufen würde, so, da hätten wir genug Wasser, aber ich meinte, jetzt, da tun wir jetzt noch ein Wasser gießen. Das geht auf den ganzen Raum, gibt das etwa 300 Liter Wasser. Was? Ja, okay. Ja. Gut. Also die Champignons brauchen einfach feucht. Nass, in diesem Stadion feucht, warm und auch genug Feuchtigkeit. Jetzt ist wichtig, dass wir das Wasser in die Rohstoffe hineinbringen, weil das ist nachher ganz wichtig für die Qualität auch später in der Ernte. Und jetzt noch ein bisschen gießen. Genau. Okay. So. Also, jetzt tun wir hier am Computer das Gießen programmieren. Genau, und noch gießen. Und dann läuft's? Jawohl. Genau, und das ist schon so in der Leitung, dass es hier rein ist gießen. Das passt. Das macht er.
meine lieben Champignons. Und jetzt? Jetzt gehen wir eine Woche weiter. Eine Woche weiter? Ja. So einfach geht das. Das ist das Kulturblatt, das eigentlich so eine Anlage immer verfolgen vom Tag, den wir eingefüllt haben. Mhm. Das tun wir hier eigentlich so festhalten. Später wie warm ist es drinnen? Drinnen haben wir jetzt heute Morgen haben wir 19 Grad. He? Okay. Und dann senken wir jetzt absenken gegen Sonne bis etwa auf 16 Grad. Okay. Und jetzt gehen wir schauen, ob wir jetzt schon anfangen runterfahren mit der Lufttemperatur oder ob wir es noch so sein können. Türen auf, dann gehen wir rein. Ich bin gespannt. Ui, das sieht immer ekliger aus. Und da sehen wir jetzt gegenüber dem vorhergehenden Raum, dass das Mycelium, das weiße Pilzgeflecht, durch den Herd aufgewachsen ist, also an der Oberfläche ist. Wir wollen jetzt, dass du einfach Knöpfchen bilden. Und die Knöpfchen sehen wir hier. Wir sehen sogar das so. Das sind ja Pilzchen, so Champignon, genau. Und das macht man eigentlich mit einer Klimaveränderung. Und jetzt schauen wir, ob es drinnen genug Champignon gibt. Oder zu wenig. Wir wollen ja eigentlich, gerade das passt, jetzt so einen hier oder so einen. Es geht über 4 Tage und ist dann auch pflückreif. Genau. Nicht schlecht, oder? So ein kleiner, wie die 4 Tage so. Ja. Wow! Also wenn ich jetzt hier bleiben würde, würde ich es sehen. Ja. Er hat sich bewegt. Ja. Bis morgen ist es da deutlich, dass etwas gegangen ist. Schon, ja. Mhm. Das machst du aber. Nein, das mache ich nicht. Warum? Ich verbringst du nicht deine Öben. Statt Fernsehen schauen, kannst du da sein. Nein, das mache ich nicht. Aber am Abend wieder schauen, was er gemacht hat. Und am anderen Morgen wieder schauen, was er gemacht hat. Das mache ich. Yeah. Herr Roland, du hast mir schon etwas verraten von der Champignon-Produktion. Aber was ist das Geheimnis, damit die Champignon perfekt rauskommen? Ja, das Geheimnis sind sicher erstens, dass man gute Rohstoffe hat. Das ist so und so. Wenn das nicht stimmt, dann gibt es nachher auch keinen Pilz, auch keinen Ertrag und auch keine Qualität. Mhm. Wenn das einmal in den Räumen eingefüllt ist, dann ist das Know-how von uns. Ich sage Klimasteuerung, sehr anlageintensiv und das Klima muss stimmen, die Anlagen müssen laufen. Wie unterscheidet sich die Produktion von Champignon zu anderen Pilzsorten? Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Gut, grundsätzlich muss man sagen, dass man gar nicht alle Pilzsorten züchten kann. Wobei züchten auch ein falsches Wort ist. Wir können eigentlich produzieren, aber es hat sich so etabliert, das Wort züchten. Ich kann es eigentlich selber nicht so gerne, aber wir können gut. Warum nicht? Ja, das ja, wir können eigentlich nichts züchten. Tiere tust du züchten. Genetisch auch etwas mit Genetik arbeiten. Das machen wir bei uns eigentlich auch nicht. Wir das Substrat füllen und dann produzieren. Aber das hat sich so etabliert, auch das Wort Champignon-Züchter, oder? Ja, das ist einfach seit Jahrzehnten so drin. Welche Pilzsorten würdest du gerne produzieren? Ja, Steinpilz wäre wahrscheinlich noch interessant, wenn man den könnte, produzieren könnte. Wobei, das ist auch spannend, wenn es einfach die Natur wächst und dann gibt es, wenn es hat, wenn die Natur das zulässt. Ich habe das Gefühl, wir können es gut so lassen, wie es heute ist. Wann ist jetzt für dich der perfekte Champignon? Perfekt ist, wenn der Weiss eben weiss ist, obwohl die Farbe selber etwas grau, ein bisschen weiss, etwas angetatscht und so. Auf Geschmack hat das keinen Einfluss. Das ist versaugt natürlich. Aber perfekt ist sicher, wenn er schön rund ist, kugelig und ein festes Gewebe hat. Wie reagieren jetzt die Leute, wenn du ihnen sagst, in welcher Branche das du schaffst? Ich meine, das ist ja nicht gerade alltäglich, oder? Das ist eine totale Nische und da sind sie gespannt, was jetzt das ist, oder? Weil Champignon im Laden, gut, das könnte man vielleicht noch. Vielleicht noch eine Konservendose, aber wie jetzt das abgeht hinten durch, da hat man keine Ahnung. Das merken wir auch, wenn wir Betriebsbesichtigungen haben. Die Leute haben eine Vorstellung, manchmal vielleicht von Höhlen, Feuchtwaren, das weiss man auch noch so, oder? Aber dass jetzt das so Anlagen sind, wie wir das haben, das können sich eigentlich die wenigsten Leute vorstellen. Und viele Leute sind dann auch eigentlich erstaunt, wenn man erzählt, was hinter ihnen ist und was da so ein bisschen abgeht. Roland, jetzt würde ich dir gerne den Wunsch überreichen. Wenn du einen Wunsch frei hättest, welcher wäre das? Ja, für die Firma, dass es so weitergeht, wie es die letzten 20 Jahre gegangen ist. Unser Ziel ist eigentlich, dass wir weiterhin Arbeitsplätze erhalten, Arbeit anbieten, aber auch Arbeitsplätze schaffen, wenn es der Markt zulässt. Wir haben im Moment ein Umfeld, das nicht ganz einfach ist mit dem teuren Euro-Kurs. Mhm. Champignons kommen sehr billig rein, Import, was Import ist. Wir haben auch keinen Grenzschutz, keine Zoll. Und da müssen wir mit Schweizer Löhnen gegen Polen konkurrenzieren. Und das ist doch eine grosse Herausforderung. Aber die Schweizer Schwimmer sind gefragt, der Konsument schätzt das. Und da möchten wir eigentlich auch weitermachen. Gute Qualität anbieten, gute Dienstleistung und dann geht es auch in Zukunft weiter. Schweizer Champignon, ole ole ole. Und jetzt kommen wir gerade noch zu den Zuschauerfragen. Was passiert mit den Champignons, die ihr nicht verkaufen könnt? Ja, Champignons, die unsere Qualitätskriterien nicht erfüllen. Oder wenn wir mal eine Überproduktion haben, das kann es auch geben. Das geht dann eigentlich im ersten Schritt in eine Konservenfabrik, wo wir dann Konserven herstellen, Halbkonserven für Pizzerias. Oder auch eben Vollkonserve in den Dosen. Wobei das ist heute etwas, das zu vermeiden ist. Da haben wir eigentlich keine Chance mehr gegen Chinesen.
Manchmal stehen wir auch gar nicht mehr pflücken, wenn wir sehen, dass wir genug haben. Dann lassen wir sie auf den Bettchen sein und dann werden sie gar nicht pflückt und gehen so weg mit dem Substrat zusammen. Eigentlich. Was für einen Ruf haben die Pilze in der Schweiz? Die Pilze haben einen guten Ruf in der Schweiz. Es gibt in der Schweiz auch sehr viele Pilzvereine. Der Schweizer ist sensibilisiert auf Pilze, er geht in den Wald. Er ist auch gespannt auf neue Sorten, wenn es mal gelingt, auf dem Markt etwas zu bringen, etwas zu probieren. Beim Pro-Kopf-Konsum ist es sicher so, dass wir noch ein bisschen trotzdem ein bisschen Potenzial haben. Der Schweizer isst etwa 1,4 Kilogramm Champignon pro Jahr. Der Deutsche im Vergleich über 2 Kilo. Also da haben wir noch das Potenzial, trotzdem, dass er eigentlich bereits beliebt ist. Wie lange geht es, bis eure Champignons im Laden sind? Also unser Ziel ist eigentlich wahr, wo heute gepflückt worden ist. Vielleicht heute Morgen gepflückt worden ist, bereits heute am Nachmittag oder zu Nacht eine Weggabe von uns. Oder dann sicher auch spätestens am anderen Tag. Wir wollen die Champignons nicht länger als einen Tag bei uns haben. Und dann geht es in die Verteilzentrale zum Kunden und dann eigentlich den Laden. Also wir haben eigentlich 1 bis 2 Tage zwischendrin. Warum sind Champignons so beliebt in der Schweiz? Weil er eben aus der Schweiz kommt. Schweizer Ware, das ist gefragt in der Schweiz. Aber ich glaube, jetzt haben wir genug geredet. Ja, und jetzt was ist das für eine Frage? Ich meine, weil er einfach fein ist. Genau, oder? Weil er passt, ja. Und sehen jetzt einfach die Champignons? Ja, jetzt gehen wir pflücken. Da innen muss ich pflücken. Da innen musst du nachher pflücken, ja. Aber okay. Zuerst will ich dich jetzt instruieren. Okay. In dieser Tafel ist beschriftet, welche Größe, welche Verpackung ich muss. Das ist immer ein Durchmesser vom Hut. 50 bis 55 mm zum Beispiel. Und wir pflücken jetzt eigentlich einfachheitshalber 40 bis 50 pflücken, diese Größe. Erst den Zweiklasse unterscheiden, das Ziel oder drinnen bekannt geben und wir gehen jetzt mal einrichten. Ja, du kommst das Ziel über, selbstverständlich. Okay. Wow. So, jetzt. Voilà. Jetzt hast du ein Messer. Jetzt habe ich ein Messer. Und ich auch. Ja. Das sind sicher so scharfe Teile. Das sind scharfe Messer, genau. So, und du hast auch eine Waage. Wir tun aber nicht jede Schale einzu auf die Waage. Nicht? Nein, das wird zu kompliziert. Okay. Geht zu lang. Okay. Wir tun das ganze Kistchen auf die Waage. Mhm. Und bei diesem Kistchen ist jetzt die Vorgabe 2,3 Kilo. Mhm. Aber wir wollen eigentlich nicht, dass du eine Schale so überfüllen und das andere vielleicht nur bödeln. Das muss ein bisschen verteilt sein. Dass alle etwa gleich voll sind, genau. Okay. Also. Und jetzt hast du gesagt, 40. Soll ich dir das zeigen? Wir nehmen jeden Champignon weg, von Hand weg, einzu. Das ist etwa 40 cm. Was, du reissest einfach an dem? Ja, nur reissen. Du musst nicht drehen oder so, wie man sagt im Wald. Mit der linken Hand fährst du aus, nimmst zwei in die Hand, dann hast du das Messer und holst den Fuss ab. Dann geht da in den Kessel rein. Okay. Und, schön und das reinlegen. Ist jetzt die Größe, die ich die brauche. Wie siehst du das? Ja, das ist Saug, oder? Du hast hier ja, Saug. Das Saug, das ich jetzt halt habe, das, aber du hast hier Schablonen. Schau mal. 40 bis 50 ist Vorgabe. Diese Größe musst du pflücken. Wenn du jetzt eine zweite Klasse hast, tust du da rein. Und die was grossen, heißt zweite Klasse? Einer, der jetzt ganz wüst ist zum Beispiel. Da nehmen wir mal einen. Der hat nicht eine schöne Form, hat auch irgendwie einen Schaden, wahrscheinlich von einer Hand, vom Pflücken von gestern. Den nehmen wir auch, schneiden und tun ihn da zu der zweiten hin. Oder gehen in die Konservenfabrik. Eine Pflückerin bei uns, Durchschnitt von allen Frauen, ist etwa 21 Kilo pro Stunde. Und das ist mein Ziel, oder? Nein, sagen wir jetzt mal, machen wir die Hälfte für dich. Wenn du 10 Kilo rausbringst, in einer guten Qualität, dass man damit arbeiten kann, dann sind wir mit dir zufrieden. Okay. Hast du noch eine Frage oder ist das so weit klar? Das ist so weit klar, dann muss ich jetzt aber schnell loslegen. Du tust den Wecker stellen. Dann müssen wir starten. Und ich fange an. Und wo kann ich mich überall bewegen? Du musst von hier gegen vorne pflücken. Das gibt gegen vorne? Ja, das gibt genug Arbeit. Der ist zu klein. Ja, aber die kann man essen. Den kannst du essen, ja, das ist gut. Du musst zwischendrin noch mal ein bisschen stärken. Sind diese Pflückerinnen viel schneller? Ja, ich würde schon sagen, dass die etwas schneller sind als du. Unsere Pflückerinnen arbeiten in einem Stundenlohn, der ist fix. Aha. Und über jedes Kilo gibt es eine Prämie. Also Sarah, ich glaube, für eine erste Instruktion länger das. Jetzt geht es ein bisschen um Routine. Mhm. Und ich komme nach etwa 3/4 Stunde wieder. Erst? Ja. Und dann ich frage. Ja, dann hast du eine Stunde. Wenn du Fragen hast, fragst du eine Mitarbeiterin von euch, die dir vielleicht helfen kann. Okay. Aber eigentlich solltest du alles wissen. Jetzt musst du auch nicht mehr zu viel studieren, musst einfach pflücken. Ja,
Okay, es ist ein bisschen schneller. Ein bisschen schauen, was du machst. Ja, das ist wieder eine Herausforderung. Du musst vielleicht gleich probieren. Komm. Ich probiere es dann. Und dann schau, da kommt ja, so gut, alles. Du musst halt die Kleinen wieder separat nehmen. So, Sarah, das sieht gut aus. So, nun, ja. Alle Moment, voll. Ich bin jetzt gerade so weit. Schau, jetzt fehlt hier noch. Tipptopp, das letzte auch noch. Es fehlt noch einer. Super geschafft. Und dann habe ich im Fall das Ziel erreicht. 10 Schale voll, so wie das aussieht. So wie das aussieht, das ist definitiv so. Das letzte fertig, schau, bei dem. Bum-bum. Ja, jetzt gut. Kannst du sie eigentlich nur noch kontrollieren. Das machen wir nachher, ja. Machen wir? Ja. Wenn gehen wir nachher? An die Erfassung. Wenn nachher? Jetzt gerade. Jetzt gerade? Wenn du fertig bist, gehen wir an die Erfassung. Wenn es erst jetzt gerade ist, dann zeigen wir doch vorne den Wettbewerb. Das Mal verlosen wir einen Duramatic Inox von Kuhn Rikon im Wert von 250 Franken. Der formschöne Klassiker mit dem zeitlosen Design ist einfach zu bedienen, punktet beim Kochen mit einer bis zu 70% Zeit- und Energieeinsparung und einem Erhalt von Vitamin- und Mineralstoff. Diesen tollen Schnellkochtopf gibt es für dich, wenn du uns diese Frage kannst beantworten kannst. Welche zwei Champignonsorten gibt es? Sarah A, weisse und rote, Sarah B, weisse und braune. Wenn du die Lösung weisst, dann schick uns ein SMS mit Sarah A oder Sarah B mit deiner Adresse an die Nummer 880. Oder gib sie uns telefonisch durch auf 0901 77 1234. Du kannst uns die Lösung aber auch per Postkarte schicken an die eingeblendete Adresse. Mehr Informationen zum Wettbewerb findest du auf sarahmachts.tv. So, Sarah, jetzt sind wir gespannt, ob du die 10 Kilo mögen hast in dieser Stunde. Hast du das Gefühl, schau, es ist ja, alles voll. Ist alles voll, tatsächlich. Mhm. Da haben wir 8, 10, 11. 11 sind 11 Schalen, 1 Kilo, das gäbe 11 Kilo. Hast du sogar 1 Kilo mehr geschafft? Ja, genau. Dann tun wir dich hier jetzt erfassen. Ja. Du hast hier eingeben, 99. Ja, 99. Mit dem, okay, drücken, quittieren. Okay. Sehr speichern, gut. Speichern. Sehr okay. Gut, alles speichern. Sehr gut, alles speichern. Du hast jetzt hast du irgendwie 11 Kilo und 300 Gramm. Jetzt tun wir die aufbiegen. Willst du unterdessen ein Kaffee holen? Ja, nein, komm. Die magst du. Jetzt würdest du dir helfen, aber das geht so eng. Du musst gerade 3, 4 aber du musst nicht unbedingt dabei bleiben. Ich kann das wirklich auch alleine im Fall. Ich kann das auch wirklich alleine. Du kannst eigentlich einfach gehen. Ja. Kannst du vielleicht schon dort hinten schauen? Oh, verreckt! Ja, sieh ich noch mal. Mann! Du, Sarah, hast du etwas vergessen hier? Das ist ja nicht voll. Ja, ich weiss. Wie viel hast du mögen? Ich weiss gar nicht, aber ich glaube sechs. Sechs sind dann, die voll sind. Es tut mir wirklich leid, aber verstehst du, es war so ein Druck. Und die vielen Pflückerinnen. Und ich kann mich einfach nicht wollen, so... Ich habe gesagt, 6 bis 7. 10 war etwas hoch gegriffen. Die Pflücken lassen wir, glaube ich, sein. Wir geben dir noch Chance. Okay, in der Rösterei. Rösterei? Mhm. Ich sage, bei dem werde ich dich nicht enttäuschen. Ja. Ich bin ganz sicher, das ist mein Ding. Also, jetzt können wir die Ware kontrollieren, das letzte Mal hier in der Rösterei oder Warenkommissionierung. Wir haben die Bestellungen bekommen. Und jetzt können wir hier noch eine Qualitätskontrolle machen und eine Gewichtskontrolle einpacken und etikettieren. Und dann gehen sie raus. Fix fertig machen für die Laden raus nachher. Okay. Ja. Machst du es tiptop? Gell, tiptop. Ja, tiptop. Bei Pilz kaputt. Nudel kaputt kann man jetzt ja nicht sagen. Das dreht und dreht. So, Sarah, das reicht. Länger. Super Job gemacht. Du hast hier die Kommissionierung, könnte man die, glaube ich, sehr gut brauchen. Beim Pflücken hättest du noch ein Steigerungspotenzial. Ja, Logo, ja. Ja, das hast du geschissen, ja, das weisst du noch. Nein. 250 Gramm frische Vauille Champignon. Schenkst du mir? Für den Einsatz, genau. Yes! Sind das die ich gepflückt habe? Nein, das sind andere. Ah, ist besser wahrscheinlich. Ich jetzt gerade an. Siehst du und dass du weisst, was machen damit. Ein Rezeptbüchlein. Hey, danke! Und noch ein Rezeptbüchlein. Juhui! Und die Kleinen, die du gepflückt hast, schau, da haben wir die, gerade die Essigiert oder zum Raclette oder so. Weißt du, wenn ich die gerne noch habe? Danke vielmals. Und wenn du mir schon Geschenkli gibst, habe ich natürlich für dich auch super tolle Geschenkli. Da. Super. Also danke schön, dass du mich ausgehalten hast. Danke vielmals. So, das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe aber natürlich, wir sehen uns auch nächste Woche wieder. Oder in der Zwischenzeit mal auf meiner Facebook-Seite oder auf sarahmachts.tv. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit.
Tschüss. Und das erwartet euch in der nächsten Folge Sarah macht's. Eine Frau für alle Fälle, nämlich für alle Handwerkernotfälle. Sarah macht's ist dir präsentiert worden von Maupop, einem neuen Lollipop in 10 verlockenden Geschmacksrichtungen.